Ich kann. Ich fass dich nicht an. Lass mich. Wendy. Lass mich in Ruhe. Schätzchen, du Licht meiner Lebensfreude. Ich fass dich doch nicht an. Du hast mich nicht richtig verstanden. Ich sag doch, ich werde dich nicht an. Ich werde dir bloß den Schädel zertrümmern. Das geht, du kennst die Jury, das ist alles, was man weiß. Was hat das jeder in seinen Texten erwähnt? Aber wer hier versteht, warum der blöde Wichser nur mit Wischen Witzen am Tag vor Besprechen jetzt hier noch steht? Hätte der den nicht der Razzia geben können, dann hätte ich hier wenigstens sowas wie interessante Gegner. Aber das ist nur ein Fehler im System und zum Besiegen gleich schlicht und ergreifend, den auf den Tag treffen zu können. Aber Facke, mach dir bitte keine Mühe mit der Runde, weil du weißt, von Carlo wird hier jeder Durchschnitt gekillt. Aber wenn du dummer Wichser hier nach wütend werden würdest, würde ich mich Master Palaki Loser rein. Bros, Beef, for Skills. Alter, du bist doch kein guter Rapper, nein, du bist ein Hurensohn und weinst, wenn ich dir sage, dass du scheiße bist. Doch wenn du jetzt wie jeder meiner Gegner ankommst und behauptest, hey, der klingt wie Beat, dann ist das wirklich mal ein nicer Diss. Hol dir von jedem in der Scheiß-Jury nur hoch. Ich mach aufs Übelste kaputt und für dich Hurensohn ist Schluss. Ich fick das ganze scheiß Turnier mit Runden unter 2 Minuten. Du brauchst 4 Tage für Füller-Lines, also was hast du hier noch gleich zu suchen? Du kannst nicht rappen und versuchst es mit Witzen und Lutschen zu kaschieren, aber selbst deine eigene Mutter lässt dich auf der Strecke liegen, sobald du dann nochmal ordentlich kassierst. Also bitte, was willst du sagen gegen den Typ, der dich in allem übertritt? Du kannst performen, wie du willst, aber letzten Endes kriegst du dummer Wasser, bevor mir es besser in den Schwanz in dein Gesicht. Und ich gebe keinen Fick auf solche Leute wie dich, weil du dummer Spaß, die keine Chance gegen mich hast. Du kriegst ja nicht einmal die Stimme richtig eingesetzt, geschweige denn triffst du bei deinen Runden dann mal ordentlich den Takt, denn du bist raus. Leute wollen sich dein Scheißleben nicht ohne Mace Master geben. Das hier war Kano Kolumna, der Boss bei Bedarf nach einem Sack, können sie mich gerne beehren.